Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe schon echt lange nichts mehr gedreht, glaube ich. Und eigentlich wollte ich das Video erst morgen drehen, aber ich habe jetzt irgendwie noch relativ viel Zeit und ich freue mich da schon so lange drauf. Ich bin super motiviert. Und zwar werde ich heute anlässlich des ersten Advents euch mitnehmen, wie ich meine Wohnung weihnachtlich dekoriere. Ich bin nicht so der Typ für die ganze Wohnung muss voller Deko sein. Bei mir ist es hauptsächlich ein Weihnachtsbaum. Viel mehr wird's nicht. Ja, und ich habe jetzt geguckt, wir haben die Weihnachtsbäume immer bei Dena geholt gehabt. Die waren da ziemlich günstig und qualitativ echt hochwertig. Allerdings sind die, also hier gibt es zwei Dena-Märkte, ich glaube in Markleberg und in Taucher. Und da sind die Bäume oder die Größe, Sorte, was auch immer, die ich haben möchte, jetzt noch nicht verfügbar. Und ich möchte gerne aber jetzt halt heute einen Baum haben. Und dementsprechend habe ich mich umgeguckt und habe gesehen, dass bei Obi die Bäume, also ich möchte einen Baum, der 2 Meter groß ist und bei Obi gibt es auch 2 Meter große Bäume für sogar scheinbar irgendwie noch günstiger als bei Dena. Wahrscheinlich sind die dann qualitativ nicht ganz so hochwertig, aber das ist okay. Im Endeffekt fahre ich jetzt mal zu Obi und schaue mir da mal die Bäume an. Ich hoffe, dass die jetzt verfügbar sind. Viel Spaß, lasst euch inspirieren. Ihr könnt ja schon mal jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, in welchen Farben ich meinen Baum dekorieren werde. Das ist, glaube ich, nicht ganz so schwer herauszufinden. Und ja, wir schauen mal, ob wir gleich den perfekten Baum hier finden. Der ist also von der Kategorie 1,75 bis 2 Meter habe ich den einfach den allergrößten mitgenommen, also von der Höhe her. Der ist hinten ein bisschen flacher, also nicht komplett rund ausladen, aber das ist ganz gut, weil ich den in die Wand stellen will. Außerdem habe ich mir eh überlegt, ich kaufe mir einfach einen hässlichen Weihnachtsbaum. Keine Ahnung, wieso. Ja, ich bin so gespannt, wie Karl nachher reagieren wird. Ich werde jetzt nach Hause fahren. Dieses unendlich schwere Mistvieh nach oben transportieren, dann meinen ganzen Weihnachtskram vom Dachboden holen, den Baum dekorieren, zwischendrin vielleicht was essen, ich bin am Verhungern und jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier auspacke, weil ich sehe hier nichts mit dem Baum, aber es ist okay und ich habe mir natürlich die Sitze geklappt, sonst würde der hier nicht reingehen. Die Weihnachtsdeko-Kiste ist da, der Tannenbaumständer ist da und ich zeige euch jetzt mal, wie groß der Baum ist. Da oben sind, keine Ahnung, das sind 10, 15 cm. Ich habe halt nichts ausgemessen und einfach den größten Baum genommen, den ich gefunden habe. Der soll im Endeffekt auch da so in der Ecke stehen. Ich muss den jetzt nur mal so drehen, weil hier die Seite, da sind glaube ich weniger Äste, das ist hinten. Und dann werde ich den mal aufschneiden und sich aushängen lassen, während ich mir dann Mittag mache. Und ja, hier sind schon überall Nadeln, aber das ist ja okay. Ich versuche euch das nochmal so komplett hier zu zeigen. Wieso ist der Baum so groß, dass ich den nicht komplett drauf kriege? Ja, so sieht es hier jetzt aus. Wie perfekt ist bitte dieser Weihnachtsbaum? Einfach aufgrund der Tatsache, dass der hier hinten, also hier sind fast keine Äste umgeknickt, weil der hier hinten halt irgendwie keine Äste hat. Also keine so ausladenden wie hier vorne. Und an der Seite auch nicht. Das ist der perfekte Baum für in die Ecke. Also ich will jetzt nichts sagen, aber ich habe hier einen richtig coolen, vor allem riesigen Weihnachtsbaum. Und ja, der macht sich hier ganz gut. Hier sind auch noch ein paar mehr Weihnachtsbäume. Also ich finde den super da. Und hier ist auch noch nach wie vor genug Platz zum Durchgehen. Der Tisch steht jetzt halt hier. Das ist ja okay so. Und ja, also ich bin sehr begeistert. Der kann sich jetzt noch ein bisschen, ja, wie da hinten hat er sich gerade noch bewegt, der kann sich jetzt noch ein ganz bisschen aushängen und so. Ich werde jetzt erst am Mittagessen dann hier staubsaugen und dann geht es an den besten Teil überhaupt, nämlich das Dekorieren. Ich habe mal alles an Weihnachtsdeko, was so Potenzial hat, an den Baum zu kommen, hier rausgepackt. Ihr seht jetzt auch schon die Farbgebung. Es wird Silber, das ist Silber, Lila hier und Rosa. Von Lichterketten her habe ich halt hier eine blaue. Die macht aber so gelbliches Licht in den blauen Lampen. Und hier ist eine, ich weiß halt nicht, ob das warm oder kalt weiß ist. Das ist so mit solchen, einfach nur solchen LEDs. Ich glaube, die wird das, auch wenn die Kilometer lang ist und ich glaube auch für draußen und so. Habe ich hier noch eine Zeitschaltuhr. Genau. Von den Kugeln her haben wir hier einmal, das sind Ikea-Kugeln. Ich finde die richtig schön. Die sind total, total cool. Dann haben wir sowas hier. Da weiß ich leider nicht mehr, wo das her ist, aber die sind auch richtig süß.
Dann solche ganz normalen Standard-silbernen Kugeln hier. Dann gibt's, haben wir die noch in matt. Hier nochmal die Ikea-Kugeln. Dann habe ich hier noch so kleine. Die könnten theoretisch... Ja, ich glaube, die kleinen Sterne hier sind von Depot. Dann haben wir das hier. Das ist so ein Set. Die gehören zu denen hier. Das sind matt und hier sind glänzend. Die sind echt klasse, soweit ich das weiß. Zumindest die hier, weil davon sind nämlich schon welche kaputt gegangen. Die sind von, tja, aus so einem Einrichtungs... Also aus so einem Möbelhaus. Hier habe ich ungefähr 1 Milliarde solche Aufhängeteile. Dann haben wir hier, da würde ich davon wahrscheinlich die, wenn überhaupt, die Sterne und eventuell noch die Einhörner nehmen. Genau. Dann, das habe ich mir dieses Jahr neu gekauft, habe ich hier diese Zapfen in so rosa und weiß Tönen. Die fand ich eigentlich ziemlich schön. Und ich hatte halt relativ viel lila, aber wenig rosa. Und das hier hat meine Oma mir noch gegeben. Das ist... Die kannst du einfach so da ran machen mit den, ja, zum Ranwickeln praktisch, dass man die nicht aufhängen muss. Die finde ich auch noch richtig süß. Genau, also das ist so alles, was ich da habe. Und ich denke mal, von der Menge her ist es auch gut so. Also ich dekoriere gerne lieber ein bisschen mehr als ein bisschen weniger. Und dadurch, dass der Baum so groß ist, ist das, glaube ich, auch nicht zu viel. Also kann ich mir nicht vorstellen. Es ist irgendwie immer so, wenn man, selbst wenn man so richtig große Kugeln aufhängt, die gehen irgendwie an so einem Baum immer unter. Ich werde jetzt gleich mal Mittag essen, dann mich mal hier 3 Stunden wahrscheinlich mit der Lichterkette um den Baum wickeln. Ich muss mal gucken, wo ich dann die Zeitschaltuhr anstecke. Wahrscheinlich lege ich das alles unter dem Sofa oder so lang. Und dann hoffe ich, dass die Lichterkette, das kann ich auch vorher kontrollieren, dass es nicht so ein richtiges gelbes, so ein gelbes Licht ist. Wobei im Endeffekt, die muss ja nicht unbedingt immer an sein. Ich würde die wahrscheinlich eher abends hier anmachen, so wie meine normalen Lichterketten auch, wenn ich hier in meinem Bett entspanne oder sowas. Toll, huch, jetzt habe ich auch noch einen Stock hier verloren, in meinem Weihnachtsbaum war so ein Stock drin. Ich weiß nicht, ob ihr es im Zeitraffer gesehen habt, die Lichterkette ging nicht an, da ging sie ganz kurz an, da habe ich gesehen, das Kabel ist gebrochen und man konnte da so dran rumwackeln, aber das ist halt wirklich durch. Das heißt, ich darf die Lichterkette jetzt abwickeln, die dann entsorgen und ja, ich habe mich die ganze Zeit innerlich schon so aufgeregt, darüber, wie sehr ich es hasse, Lichterketten um Bäume zu wickeln. Jetzt darf ich das nochmal machen. Oh, ich habe gar keinen Bock mehr. Ich will da nur Kugeln aufhängen. Kugeln aufhängen macht Spaß, aber so scheiß Lichterketten. Als ob einfach hier auch nur die halbe Lichterkette funktioniert. Der untere Teil geht nicht. Ich habe den Wackelkontakt nicht gefunden. Die ist an irgendeiner Stelle geklebt. Aber die Stelle, ich habe keine Ahnung, ich raste aus. Aber das kann auch, es kann doch nicht wahr sein. Also hier bis hier geht's und dann, was ist das? Ich weiß nicht, was ich hier, ob ich hier irgendwie diese Lichterkette anfassen muss, damit die... Okay, die fliegt auch weg. Also kriegt mein Baum keine Lichterkette. Wieso? Was ist das? Liegt es daran, dass ich den jetzt hier schon im November beschmücke oder was? Da ist mein fertig dekorierter Weihnachtsbaum.
Ich finde ihn ziemlich schön so. Ich muss wirklich sagen, es ist also von der Menge an Deko genau richtig. Es hätte noch ein kleines bisschen mehr sein können. Vielleicht hätte eine Lichterkette schon was dann ausgemacht, wenn dann da überall dazwischen das geleuchtet hätte oder so. Was ich zum einen festgestellt habe, ist, dass der, glaube ich, recht schief steht. Ja, das sieht man, er steht schief. Und der hat einfach zwei Spitzen. Das habe ich jetzt erst beim Dekorieren gesehen. Ich zeige euch den jetzt nochmal aus der Nähe. Ich habe eigentlich wirklich fast alles, was ich euch vorhin gezeigt habe, untergebracht. Ja, besonders schön finde ich hier meine ganz neuen Errungenschaften aus Echtglas und die Glöckchen hier finde ich nach wie vor super, super schön. Alles zusammen finde ich, das ist sehr, sehr stimmig und passt auch richtig gut einfach hier zu meinem aktuell sehr unaufgeräumten Sofa, zu der Wand, mein Bett. Das ist alles so, es ist einfach stimmig. Und dadurch, dass der Baum grün ist und hier ist auch noch das grüne Bild und so, das passt alles perfekt. Also ich könnte mir praktisch hier auch das ganze Jahr einen Weihnachtsbaum hinstellen, wenn ich das so würde. Der würde sich richtig gut hier in meiner Raumgestaltung einfügen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick so in meine Deko, Weihnachtsdeko dieses Jahr geben und euch ein bisschen inspirieren. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich mache jetzt jeden Adventssonntag ein weihnachtliches Special praktisch. Seid gespannt darauf. Abonniert, schaltet die Benachrichtigungen an, falls ihr es noch nicht gemacht habt, wenn ihr die anderen Videos und speziell eben meine Advents-Specials, bei denen ich mir wirklich, wirklich viel Mühe gegeben habe und mir auch echt coole Sachen ausgedacht habe und jetzt, wo es mir so einfällt, sind alle anderen schon abgedreht, bis auf dieses hier. Ja, um die nicht zu verpassen, also ich würde mich freuen, wenn ihr da einschaltet und ja, dann bis zum nächsten Video.